Moin, heute benutze ich die Mikrofone, die der Hendrik mir zur Verfügung gestellt hat, um herauszufinden, woher das Klappern in der Vorderachse kommt. Und ihr könnt dabei sein. Diese Gelegenheit habe ich gleich dazu genutzt, meine Winterreifen aufzuziehen. Wir haben jetzt schon einige Minusgrade gehabt und raureif. Und da habe ich mir gedacht, na gut, jetzt kann ich auch Winterreifen aufziehen. Das habe ich gerade gemacht. Und jetzt werde ich den Frank wieder zerlegen, um dann über die Federbein-Domlager und über die Abdeckung der oberen Querlenker mit Kabeln zu den Teilen zu kommen, wie Querlenker oben, unten, Koppelstangen oder auch Federbein, um herauszufinden, welche der Buchsen oder welche Buchsen allgemein dieses Klappern verursachen. Denn dann wissen in Zukunft alle, was Sache ist. Ja, und ich habe kein Bart mehr. Ich hatte am Wochenende so ein Krimi-Dinner, da habe ich so einen Sir gespielt, so einen englischen Sir, so einen Landlord, und da passte der Bart nicht. Aber der wächst wieder. Das geht relativ schnell. Also seid dabei. Ich mache jetzt mal ein bisschen auf Vorschub. Ja, das Chassis-Ohr. Bedienungsanleitungen brauchen wir nicht, wir sind Männer. So. Und hier haben wir Mikrofone. So, wir haben hier verschiedene Mikrofone. Also eigentlich alle gleich, nur die haben alle eine andere Farbe. Wie ihr seht, gelb, weiß, grün und so weiter. Hier ist der Kopfhörer und hier ist das Steuergerät. Man steckt also die Mikrofonkabel hier rein und hat die Nummern mit den Farben. Eins kommt da rein und so weiter. Und dann kann man hier den Kopfhörer reinstecken und dann kann man rausfinden, wo es ganz besonders klappert. Finde ich eine tolle Idee. Das werde ich jetzt mal hier montieren. Guck mal. So. Was haben wir hier? Querlenker, Traggelenk, Spurstangkopf, Koppelstange. Koppelstangen klappern gerne mal. Ist ja einmal hier befestigt und einmal da oben. Gerne klappern auch die Buchsen der Querlenkeraufnahme am Rahmen. Ja, wir fangen mal an. Hier ist übrigens die Federbeinaufnahme, die ich in Verdacht habe. Und hier werde ich jetzt einfach mal. Ich mache das so. Genau. Also aufpassen, dass wir nirgendwo in den Weg kommen. So geht es. So, das mache ich jetzt mal auf der einen Seite und dann verlege ich die Kabel nach oben und dann werde ich das euch nochmal zeigen. Jetzt habe ich ja hier meine Farben und ein Zettel und schreibt mir jetzt auf, wo ich was verbaut habe. Grün, Stoßdämpfer unten, gelb, Stabigummi vorne, weiß, Koppelstange und rot, Traggelenk, oberer Querlenker. Dann werde ich jetzt abbocken und rausfahren. Ich melde mich draußen wieder. Jetzt baue ich das hier mal zusammen. Grün ist 2, rot ist 1, gelb ist 6,
Und dann muss ich noch einen haben. Vier Stück hatte ich doch. Hier ist noch einer. Weiß. Weiß ist 3. So. Okay. Dann werde ich mal meine Kopfhörer aufsetzen. Ja, irgendwie ist das doch total krank, oder? 100.000 Euro Auto. Und ich muss hier mit Kopfhörern rumfahren, um rauszufinden, wo das klappert. Ich kann euch jetzt nicht mehr hören, ne? So. 1. Trag. Warte, ich schreibe hier die Zahlen nochmal bei. Dann kann ich das noch 100-mal nicht verwechseln. 1 ist rot, Traggelenk. 1. 2 ist grün. Gelb ist 6. Und weiß ist 3. Ich bin gespannt. Wie ein Honigkuchenkönig, oder wie die heißen. Anschneiden muss ich mich auch. Aus Sicherheitsgründen. Sonst piept der wieder hier. Ich weiß auch nicht warum. Der immer piept. Die erkennen einen doch erst ab 20 Kilo. So. Ich bin gespannt. 1, rot. Traggelenk. Ups. Ich kann mein Kumpels Auto fahren. So, noch höre ich nichts. Hab ja noch nicht eingeschaltet. Jetzt höre ich was. Elektromotor. Ich kann das Klappern hören auf 1, aber leise. Das ist also weit weg. Aber ganz genau kann ich es hören. Das ist nicht 1. Ey, das ist spannend, Baby. So, im Straßenverkehr soll ich ja auch noch achten. Man kann die Reifen jetzt vernehmen. Gesundheit, Ufe. Das bin ich ja. So. Grün. Stoßdämpfer unten. Ne. Das ist es nicht. 3, weiß, Koppelstange. Da drehe ich dran. Nee. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Koppelstange ist ganz ruhig. Wow. 6, gelb. Stabilgummi vorne. Auch nicht. Ich gehe zurück auf rot. Traggelenk, oberer Querlenker. Das ist geil, man kann die Bremsscheiben hören. Das ist ja spannend, echt. Und Schwachsinn habe ich auch noch nie gemacht. Aber ist geil. Also bei höheren Geschwindigkeiten, ich fahre jetzt 34, da hört man es nicht mehr. Hört die Bremsscheiben. Also ich höre es jetzt ohne. Ich höre es ohne Kopfhörer, höre ich. Das heißt, meine vier Mikrofone sind an der falschen Stelle.
aber das Klappern ohne Kopfhörer höre ich. Wir haben also den falschen Punkt. Oh, das ist spannend. Haben wir die neuralgischen Punkte, habe ich jetzt mal angepinnt sozusagen. Und die sind es nicht. Also, Auto hochnehmen, vier neue suchen. So, da bin ich wieder. Ich werde das Auto jetzt noch mal hochnehmen und dann werde ich die Mikrofone noch mal an anderen Stellen unterbringen. Ich habe da schon so eine Art Verdacht. Und zwar das Federbein-Domlager ganz oben. Das ist mein Verdacht. Aber das muss ich jetzt erstmal herausfinden und ihr könnt wieder dabei sein. So, ich habe jetzt neue Punkte gefunden, die zeige ich euch mal, die ich jetzt abhören möchte. Ich werde insgesamt diesmal vier Mikrofone einbauen, weil ich noch den Verdacht habe, dass doch das obere Federbein-Domlager das Problem ist. Ich zeige euch das mal. Das dort ist der Sensor für die Höhenverstellung. Der kann natürlich auch klappern. Das werden wir sehen. Dann haben wir hier einmal Traggelenk unten. Dann haben wir hier Querlenker. Das ist der hintere Querlenker. Hier habe ich einmal Federbein unten genommen, um das zu probieren. Und dann werde ich noch den Federbein-Domlager oben machen. Das habe ich eben schon gesagt. Nun ist alles verkabelt. Hier nochmal das Kabel am oberen Federbein. Ich habe immer das Gefühl, dass das obere Federbein das Geräusch macht, weil das Kabel oder das Geräusch direkt ins Armaturenbrett geht. Und hier ist ja die eine Strebe. Diese hier, die wird da hinten oben am Armaturenbrett oder sozusagen am Instrumententräger, je nachdem, wie weit man das jetzt festgemacht. Und hier habe ich jetzt mal die Klammer festgemacht, das ist dann die blaue. Und weil das so spannend ist und so Spaß macht, habe ich nochmal die sechste Klemme angebaut, und zwar violett. Auch hier vorne am Querlenker, um rauszufinden, ob vielleicht doch diese Buchse klappert. Wir werden sehen. Also jetzt habe ich eigentlich fast alles eliminiert. Da unten nochmal der Sensor. Hier oben Federbein-Domlager mit der Strebe. Probefahrt. Willkommen zur zweiten Probefahrt mit neuen Positionen der Mikrofone. Wir haben jetzt nochmal zusammengefasst sechs Mikrofone verwendet, nur auf der linken Seite. Die ersten vier Positionen haben nicht viel gebracht. Rot Sensor Höhenverstellung, weiß Federbein unten, grün Traggelenk unten hinten, gelb Querlenker vorne, blau oberes Federbein und violett Querlenker oben vorne. Und jetzt werde ich mal fahren. Ich bin gespannt. Hier höre ich jetzt ein Klappern. Oben Sensor Höhenverstellung. Weiß. Federbein unten. Klappert fürchterlich. Grün Traggelenk unten hinten. Gar nichts. Gelb Querlenker oben. Querlenker vorne. Auch nichts. Querlenker vorne, auch nichts. Blau, oberes Federbein. Ist vielleicht ein bisschen langweilig, das Video, oder? Aber nützt nichts. Muss es ja nur mal irgendwie rausfinden. So, blau. Oberes Federbein. Nein, ist gut. Das hätte ich nicht gedacht. Violett. Querlenker oben vorne. Auch nicht. Das habe ich jetzt gesagt. Federbein unten weiß.
Federbein macht Geräusche. Ich fahre hier immer über die gleiche Strecke. Bei mir auf dem Hof ist gepflastert. Und die Auffahrt hat zwei kleine Bordsteine abgesenkt und da kann ich es am besten hören. Deswegen fahre ich immer hin und her. Also im Moment macht das Federbein unten Geräusche. Oh ja, deutlich. Deutlich. Ich gehe jetzt nochmal auf Rot. Sensorhöhenverstellung. Zwei wieder über den Hof. Macht auch Geräusche, Sensorhöhenverstellung. Spannend, oder? Blau. Ne, oberes Federbein auch nochmal gelb. Querlenker vor und nein. Die Querlenker sind es nicht. Das heißt, ich kriege jetzt Querlenker, die ich gar nicht brauche. Nehmen Sie natürlich. 30.000 hat mein Stuhl ja auch schon gelaufen. Mit neun Federbeinen. So, jetzt muss ich wieder auf Weiß. Das ist im Moment mein heißester Aspirant. 1, 2, 3, so. Und jetzt muss ich das vergleichen mit einem Ohr, mit dem Geräusch hier vorne am Armaturenbrett. Ja, das ist es. Es ist am Federbein, definitiv. Mach jetzt mal aus. Wir werden es jetzt noch mal genauer bestimmen, oben oder unten. Bitte immer nie vergessen, wenn ihr sowas auch mal macht oder das Auto hochnehmt und ihr habt Luftfederung, den Service-Modus einzustellen. Das macht man hier über Federung, das ist dort. Und dann geht ihr, das war Sonderfederung, und dann geht ihr hier auf Service-Modus und dann seht ihr, wie auf einmal die Luftfederung sozusagen gesperrt ist, nicht, dass sie die ganze Zeit pumpt oder aushakt oder was weiß ich. Auf jeden Fall, das ist wichtig. Ja, da bin ich wieder. Ich habe ihn wieder aufgebockt, dritte Mal jetzt. Jetzt werde ich mich auf das Federbein konzentrieren, weil das kommt tatsächlich von Federbein, nicht von den Querlenkern. Ich werde jetzt an einigen Stellen am Federbein ein Mikrofon positionieren. Ich gucke schon wieder den Bildschirm nicht auf die Kamera. Sieht mal bescheuert aus, ne? Na egal. Ich werde jetzt da Mikrofone installieren und dann schauen wir weiter. Seid gespannt. Unterm Fahrzeug haben wir jetzt Weiß, weiterhin an der gleichen Stelle. Dann habe ich hier unten bei der Federbeinaufnahme nochmal eine festgemacht, das ist gelb. Und hier oben, direkt am Stoßdämpfer, könnt ihr das sehen. Da oben, da habe ich grün festgemacht. Das sind jetzt meine drei Punkte für unten. Oben wird gleich folgen. So, jetzt ist die Markierung bzw. die Punkte für oben habe ich auch festgelegt. Und zwar einmal blau ist hier oben direkt die Schraube für den Luftschlauch, für die Luftfederung. Und violett habe ich hier am Gehäuse festgemacht. Das müsste eigentlich auch trommeln, wenn der Stoßdämpfer kaputt ist. Und da sieht man ja nochmal rot an dem Sensor. Weitere Möglichkeiten habe ich leider nicht festzumachen hier an dem Stoßdämpfer. Aber jetzt haben wir es ja alles rund um den Stoßdämpfer sozusagen eingekreist und machen jetzt eine Probefahrt. Dritte Probefahrt. Alles rund um den Stoßdämpfer. Sensor rot. Also rot ist das Mikrofon am Sensor für die Höhenverstellung des Stoßdämpfers. Fahren wir mal, ne? Also ich kann euch jetzt nicht hören, denkt dran, also wenn ihr jetzt irgendwas fragt. Ich kann das nicht hören. So. Vorsichtig, lenken nicht, dass die Klammern abfallen. Die halten erstaunlicherweise gut. Gar nichts. Grün. Das ist der Stoßdämpfer unten zur Gabelung. Also Stoßdämpfergehäuse ist ungefähr so hoch. Unten sitzt es natürlich auf einer Befestigung drauf und die ist dann mit einer Gabel über dem Querlenker. Gar nichts. Weiß habe ich da gelassen, wo es ist, und es klappert genauso wie vorher. Und zwar habe ich Weiß gelassen am Stoßdämpfergehäuse unten.
direkt über der Gabelung, von der ich eben sprach. So, jetzt gehen wir auf Violett. Violett ist Stoßdämpfer Tasse oben. Ich höre jetzt eigentlich mehr den Reifen. Den guten Nokian WR4A, mein empfohlener Winterreifen. Der ist leise und hat Grip. Violett über die Holpenstrecke. Ja, das habe ich mir gedacht. Violett Stoßdämpfer Tasse. Blau. Luftanschluss oben. Wie soll er das auch machen? Nee. Und das letzte, gelb. Stoßdämpferaufnahme hinten unten. Fast an der Querlenkerachse, an der Antriebswelle. Die höre ich nämlich jetzt. Und die Bremsscheibe. Das ist lustig, die Bremsscheiben schleifen immer ein wenig mit in den Bremssätteln beziehungsweise die Bremsbeläge auf den Bremsscheiben. Wenn ich jetzt bremse manchmal, dann quietscht das. Nee, das quietscht nicht, es schabt. Aber so soll es ja auch sein. So, wir sind jetzt bei gelb. Stoßdämpferaufnahme hinten unten. Hinterer Querlenker unten. Jetzt fahre ich wieder über meine Holperstrecke. Aber da auch. Klappert auch. Okay. Jetzt kreisen wir das weiter ein. Ich glaube, das ist das langweiligste Video, was ihr je gesehen habt, oder? Aber ich finde es gut, ich muss das wissen. So, ich habe das jetzt noch mal ein bisschen getestet, bin gefahren. Es ist definitiv der Stoßdämpfer. Der Stoßdämpfer hat unten zwei Aufnahmen und hat dann so eine Art Bogen um die Antriebswelle herum. Und dann oben hat er eine große Aufnahme, die ist gepresst. Und dann ganz oben wird es mit drei Schrauben festgemacht. Oben habe ich keine Geräusche, nur unten. Jetzt kann ich noch mal final versuchen rauszufinden, ob eventuell unten die Aufnahmen kaputt sind oder der Stoßdämpfer an sich, wovon ich ausgehe. Das werde ich jetzt zum letzten Mal noch machen und dann bin ich durch. Dann kenne ich den Fehler eines Tesla Model S Facelift mit Luftfederung, woran es liegt, dass das Auto vorne klappert. Wie gesagt, erst ab 25.000 geht das ungefähr los, bei den meisten, die ich kenne. So, letzter Versuch, Nummer 4. Hier sind die Punkte, an denen ich jetzt festgemacht habe. Einmal untere Aufhängung, Stoßdämpfer vorne, untere Aufhängung, Stoßdämpfer hinten. Dann da oben die Klammer, könnt ihr die sehen, direkt am Gehäuse des Stoßdämpfers. Und hier vorne die typische weiße. Die hat mich ja dazu geführt, dass ich überhaupt rausgefunden habe, was es ist. So, das ist jetzt die letzte Probefahrt. Ich habe den Stoßdämpfer ja eingekreist und dann habe ich auch gleich keine Lust mehr. Wir werden jetzt noch mal sehen, ob vielleicht die unteren Buchsen dann doch im Geschäft mit sind mit der Klapperei oder ob es wirklich das Stoßdämpfergehäuse an sich ist. So, das ist jetzt der letzte Versuch. Grün Kabel Querlenker vorne, gelb Querlenker hinten. Das sind die beiden Aufnahmen, wo der Stoßdämpfer fest ist. Weiß bleibt, wo es ist. Mit weiß habe ich alles rausgefunden an der Klammer vom Stoßdämpfer unten. Rot ist jetzt am Stoßdämpfergehäuse. Ich habe das jetzt geschafft, es dort festzumachen. Und violett ist einmal auf der rechten Seite an der gleichen Stelle wie weiß an der Stoßdämpferklammer. Also auf geht's zur Probefahrt. Rot fange ich mit an. Stoßdämpfergehäuse. Ja, deutlich zu hören. Kann ich gleich zurückfahren. Stoßdämpfergehäuse macht Geräusche. Grün. Grün ist der Querlenker, die vordere Querlenkeraufnahme vom Stoßdämpfer. Umgeschaltet habe ich, fahre jetzt über meine Huppelstelle. Das sieht nicht so aus, dass das ist. Nein. So,
gelb, das ist hinten. Unten die Gabel des Stoßdämpfers hinten. Nein, ist es auch nicht. So, dann haben wir weiß, der Klassiker. Jetzt bin ich wieder hier auf meiner Holperstraße, bei mir auf dem Hof. Oh, ja, ganz deutlich, weiß, Stoßdämpfer. So, weiter geht's mit Violett. Das ist der Stoßdämpfer auf der anderen Seite. Müsste genau das gleiche Geräusch machen. Muss ich nur einmal drehen. Und jetzt kommen wir in die Holperstrecke. Ja, ist nicht ganz so laut wie links. Aber doch zu hören. Ja, das ist also jetzt ganz klar Stoßdämpfergehäuse rechts und links, also nichts Querlenker klappern oder im Frank habe ich ein paar Sachen eliminieren können vorne, das habt ihr ja gesehen im ersten Teil. Das ist aber mehr wirklich pingeliger Kleinkram. Das, was wir jetzt hier hören, ist schon eine ganz andere Welt. Okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Es war vielleicht für einige ein bisschen langweilig, aber ich fand es schon spannend, weil es mich echt genervt hat und weil keiner bei Tesla weiß, was es ist. Die wechseln alles aus. Die wechseln Antriebswellen, die wechseln Lenkgetriebe, die wechseln Stoßdämpfer, alle vier Querlenker und es klappert immer noch. Ich meine, vielleicht kann ich denen ja damit helfen und kriege dann doch noch 20 Millionen überwiesen, weil ich so schön akribisch war. Wäre natürlich super, wird natürlich nicht passieren. Aber ich habe auch keine Lust, immer zum Service Center zu fahren und meine Zeit zu verschwenden mit dem Scheiß. Deswegen bin ich mir jetzt sicher, ganz sicher, zu 100%, dass hauptsächliche Klappern bei Facelift-Modellen ab Baujahr 2016 mit Airride bzw. Luftfahrwerk sind die Stoßdämpfer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ihr könnt uns abonnieren, ihr könnt uns einen Daumen nach oben geben, das würde mich immer wieder freuen. Und ihr könnt uns auch auf Facebook folgen, da werden meistens die Sachen vorher schon mal angekündigt, die dann demnächst kommen werden. Also, ciao, ich bin Ofe von T&T Tesla.